das Barfußlaufen für unseren gesamten Bewegungsablauf besser bzw. auch ökonomischer ist, das habe ich im letzten Jahr schon für Sie getestet, und zwar bei Leguano. Dort hatte ich Barfußschuhe an und die haben sich im alltäglichen Leben wunderbar gemacht. Nun möchte ich gerne wissen, ob ich meine sportlichen Treter, nämlich meine Laufschuhe, auch gegen Barfußschuhe eintauschen kann und ob die sich auch beim Sportmachen bewähren. Dafür habe ich mir ein paar Übungen ausgesucht. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, welche Schuhe mir Frau Makolla für zum Sporttreiben empfiehlt, und mit der bin ich jetzt auch verabredet. Wir gucken mal. Gibt es dann auch einen Barfußschuh von Leguano, den Sie mir zum Sporttreiben empfehlen könnten? Die Möglichkeit haben wir natürlich auch. Mit fast jedem Schuh können Sie Sport machen, wenn der Fuß trainiert ist. Was ist denn das Besondere, wenn ich jetzt mit einem Barfußschuh Sport treibe? Also die Besonderheit liegt ja einmal darin, dass Sie wieder wie barfuß unterwegs sind, dadurch andere Muskeln ansprechen, als dann, wenn Sie in einem festen Schuh stecken. Mhm. Und da muss man dann auch ein bisschen für trainieren, weil von heute auf morgen ist der Fuß dazu noch nicht in der Lage. Mhm. Aber wenn man da wirklich schon ein bisschen Zeit investiert hat und der Fuß fit ist, dann kann man damit fast alles machen. Ich würde jetzt, oder ich hätte an den Sneaker gedacht, den Sie mir damals auch schon mal empfohlen hatten. Gibt es da noch einen anderen Schuh, den Sie vielleicht für geeigneter halten? Es kommt immer ein bisschen auf die Sportart an. Also der Sneaker ist bestimmt geeignet für ruhigere Sportarten. Aber wenn Sie jetzt laufen wollen oder tatsächlich auch Tischtennis spielen wollen, alles, wo es mit Geschwindigkeit und viel Bewegung im Fuß zu tun hat, würde ich den Aktivschuh empfehlen, weil man den durch die Schnürung noch ein bisschen anders am Fuß fixieren kann. Das ist er, ne? Ja. Ja, ich würde jetzt spontan sagen, der grüne gefällt mir schon super. Das ist schon mal ein toller, aber ich glaube, ich tendiere zu orange. Ja, der ist auch klasse. Ja, wird der viel gekauft bei Ihnen? Ja, der wird auch viel gekauft. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe und die ist sehr ansprechend. Gerade jetzt auch für den Sommer, ja, ne? Ist da ganz gut. Gut, wunderbar. Dann versuche ich den mal. 37 oder 38? 38. Alles klar. Mhm. Ja. So, die Schüchen habe ich an. Vielen Dank, dass ich die heute testen darf. Ich freue mich schon. Ja, wunderbar. Viel Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, es ist nämlich strahlend schöner Sonnenschein da draußen. Ziehe ich mir gerade noch ein schönes T-Shirt an und mache mir die Haare zusammen. Und dann probieren wir auch schon die Schuhe aus. Ich berichte nachher, wie es war. Ich freue mich. Dann bis später. Danke. Tschüss. Ja, hier vor dem kurfürstlichen Schloss in Koblenz lässt es sich natürlich herrlich Sport treiben und bei dem Sonnenschein natürlich auch. Ich werde jetzt die Barfußschuhe mal testen und auf Herz und Nieren prüfen. Und zwar habe ich mir dafür eine besondere Form ausgesucht. Das ist das Lauf-ABC. Diese Form von Schulung bzw. von Lauftechnik-Schulung verwendet man vor allem, wenn man geübter Läufer ist bzw. sich in seinem Laufverhalten noch etwas verbessern möchte. Dazu ist noch zu erwähnen, mit den Barfußschuhen auf gar keinen Fall länger als 5 Minuten joggen gehen, wenn Sie Einsteigerläufer sind. Das sollte noch gesagt sein. Ich bin schon im letzten Jahr mit meinen Schuhen öfter gelaufen. Das heißt, die haben sich bewährt, ich bin es geübt und deswegen übe ich jetzt weiter mit diesen Schuhen und dem Lauftechniktraining. Die erste Übung, die wir machen, vielleicht noch kurz zu den Voraussetzungen. Sie benötigen, auch wenn Sie natürlich schon geübter Leguano-Läufer sind, Sie benötigen eine Strecke von 20 bis 30 Metern dafür. Es gibt 6 Übungen und wir werden die jetzt einfach nach und nach miteinander ausprobieren. Wenn Sie natürlich Lust haben und Leguano-Schuhe tragen, dürfen Sie auch gerne mitmachen bzw. das auch mal versuchen. Die erste Übung ist Fußgymnastik. Wir werden den Fuß ein bisschen darauf vorbereiten, wie er mit dem Schuh und natürlich auch mit der Schulung in nächster Zeit umgehen muss. Und ich zeige sie Ihnen auch direkt. Es empfiehlt sich auch hier, die Arme schön mitzunehmen und einfach auf dem Ballen abzurollen, von der Fußspitze bis hin zur Ferse. Wir kommen direkt zur zweiten Übung und das sind die Skippings. Wir kommen direkt zur nächsten Übung, das ist Anfersen. Wie der Name es schon sagt, die Fersen müssen an den Allerwertesten gebracht werden und genau das machen wir. Es geht los. Die vierte Übung ist nun der Kniehebelauf. Der Unterschied zu den Skippings ist in diesem Sinne, dass die Frequenz nicht so hoch ist, aber die Rutschgefahr ist natürlich etwas höher. Und ob dem Barfuß,
Ob der Barfußschuh mich da unterstützt und mir Stabilität gewährleistet, das teste ich jetzt. Wir kommen zu meiner absoluten Lieblingsübung, und zwar dem Prellhopserlauf. Ach, da ist der Barfußschuh stabil. Last but not least möchte ich ganz gerne eine Übung versuchen, und zwar den Überkreuzlauf. Die nächste Übung kann jedes kleine Kind eigentlich schon. Es ist der Hopserlauf. So gemütlich, wie das jetzt aussieht, sollte man das natürlich nicht machen, um einen Barfußschuh zu testen. Deswegen bin ich jetzt mal kurz weg. Mit den Übungen sind wir soweit jetzt erstmal durch. Es hat mir super viel Spaß gemacht, und mein endgültiges Fazit werden Sie aber gleich zusammen mit der Frau McCollar hören. Nämlich, ihr möchte ich noch ein paar Sachen erzählen, die mir aufgefallen sind. Vielleicht kann sie mir ja nochmal Rede und Antwort stehen. Soweit hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber man kann natürlich den Leguano Barfußschuh auch empfehlen, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade läuft, oder? Wir werden es mal testen. Und siehe da, er hat sich bewährt. Jetzt aber Abmarsch! Hallihallo! Hallo! Da bin ich schon wieder. Hat alles geklappt? Hat alles super geklappt. Ich muss auch sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Man merkt halt viel mehr, ne, vom Untergrund und die Steine da am Schloss, am kurfürstlichen Schloss waren wir jetzt doch. Es hat super viel Spaß gemacht, aber man ja, muss natürlich aufpassen. Ne? Gerade bei so Überkreuzläufen oder sowas ist es nicht ganz so stabil wie dann in einem festen Laufschuh. Ja, da sollte man wirklich immer darauf achten, dass man genug Übung hat. Und dann kann man mit dem Schuh eigentlich alles machen, was man mit anderen Sportschuhen auch machen kann. Ja. Man muss halt die Füße trainieren, das ist immer das Wichtigste. Auch ein Rad habe ich mal geschlagen, das hat auch ganz gut geklappt. Und wir sehen es ja auch im Hintergrund, ne? Wandern geht damit auch. Aber man sollte halt, wie gesagt, vorher, wie Sie es auch schon gesagt haben, vielleicht mal anfangen mit dem Joggen und nicht direkt mit so laufspezifischen Übungen. Ansonsten vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dass ich die Schuhe testen durfte. Ich drücke sie mal, vielleicht sehen wir uns ja vielleicht auch noch bald nochmal wieder. Und, gerne. Genau, Dankeschön. Super. Tschüss. Tschüss.